Herzlich willkommen zum KA News Schlagabtausch hier in der Stadthalle. Und Schlagabtausch, das ist durchaus wörtlich gemeint, denn heute Abend soll es hier knallhart zur Sache gehen. Unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen. I came for you. I came for you. Ja, meine Damen und Herren, unser Boxring ist nun vollständig. Die Kandidaten sind hier vor Ort. Sie haben sich den Soundtrack von Fluch der Karibik ausgesucht. Sind Sie der Johnny Depp der Karlsruher Lokalpolitik? Oder ist das einfach ein Dankeschön an die Piraten, weil sie im OB-Wahlkampf unterstützen? Also zunächst mal, sein Motto ähnelt meinem. Ich war zuerst. Okay. Herr Vossiropoulos, Sie haben direkt jetzt Nachschlag gefordert. Sie möchten etwas sagen dazu? Also ich muss hier mal deutlich widersprechen. Mit Verlaub, Kollege Wellenreuther, 12 Jahre lang sitzen wir im Gemeinderat. 12 Jahre lang werden soziale Projekte abgelehnt. Da wird gespart, ständig bei jedem. Bei 5.000 Euro für soziale Zwecke wird gespart. Ja, es ist fleißig getwittert worden, vornehmlich aus dem Saal, aus den vorderen Reihen. Ja, manchmal kommt der Zeitpunkt, wo man nach dem Ringarzt rufen sollte. Ich habe das Gefühl, dass einige Stadträte einen gewissen Gedächtnisverlust haben. Wie sehen Ihre Konzepte aus bezüglich der Autobahnanbindung Karlsruhe-Nord? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er immerhin vielleicht mein Geschäftsführer sein könnte. Ich glaube, es wäre der richtige Mann. Ich fasse zusammen, Herr Wenzel macht Herr Wellenreuther zum Geschäftsführer.